Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wie versprochen, sehen wir uns hier in Safarium wieder, weil hier ist ein neues Minigame aufgetaucht. Da möchte ich eigentlich noch gerne dran teilnehmen. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. So, jetzt wo die Menschen wieder da sind, steht dieser Typ völlig unerschrocken der Löwenhöhle und macht mit uns ein Spiel. Möchtest du spielen? Ja. Schlag bloß so viele Monster wie möglich in den 30 möglichen Sekunden. Aber du verlierst Punkte, wenn du ein gelbes Monster triffst. Chime? Achso, auf die Plätze, fertig, los. So. Alle kann man nicht treffen. Oh nein, hab Punkte verloren. Aber ich tue mein Bestes. Ich soll vielleicht ein bisschen mehr reden, irgendwie bin ich gerade so konzentriert. Tut mir leid. Komm her. Ich denke gerade die ganze Zeit nach, irgendwie. Ich bin nicht wirklich da. Jedenfalls den Magic Rock, da wollen wir uns holen. Nein, ich habe den Falschen getroffen. Man kann zu leicht gleich zwei Monster treffen. Na. So. Du hast 20 Beatsäcke getroffen. Ich soll nochmal spielen, das heißt, ich war nicht gut genug. Ja. Gut. Dann wollen wir mal. So. Nächster. Komm. Nächsten. Mist, ich habe den nicht getroffen. Manchmal sollte man vielleicht doch den Stich benutzen, gerade wenn kein gelbes Monster da ist. Wie hätte ich den jetzt treffen sollen? Zack. Hier ist wieder ein gelbes. Na, wo bleibt ihr denn? Ja, beide auf einmal. Wir haben noch 12 Sekunden. Und diesmal kriegen wir mehr hin. Hoffe ich doch. Jetzt haben wir ja kaum noch Zeit. Und ich habe kaum mehr gemacht. Na toll. Reicht's dir jetzt? Gratulation! Du hast über 30 Monster getroffen. Also geben wir dir einen Preis. Du hast jetzt einen wunderschönen Stein gewonnen, den ich hier gefunden habe. Gratulation! Okay, vielen Dank auch. Ein T-Rock bekommen. So, als nächstes sollten wir ja durch die Wüste gehen. Bevor wir das aber machen, schauen wir noch mal kurz bei den Nomaden vorbei, denn die sagen uns den Weg durch die Wüste. So, aber erstmal müssen wir rüberlaufen. Wir wissen ja, wo das war. Erstmal müssen wir hier durch die Savanne gehen. Dann müssen wir nach oben zum Indus, zu dem Fluss, wo die Hippos seit Jahren auf uns warten, dass wir über ihre Rücken gehen. Ist ja so lieb von ihnen. Ja, nee, hier kann ich leider nicht die Waffen benutzen. Schade, ich wollte ein bisschen leiden. Und dann können wir auch schon mit der Story weitermachen, nachdem wir ja im letzten Part Neo Tokyo angeguckt haben. Was übrigens auch einen Grund hatte, weil Neo Tokyo wird irgendwann nicht mehr so wirklich verfügbar sein. So, Nomaden. Ich müsste den Weg zwar noch kennen, aber sie sollen ihn mir trotzdem nochmal verraten. Wer sagt das, der? Was hast du gesagt? Eine Nachricht vom Meihu? Das muss ich jetzt nachgucken, das Wort. Acquaintance, was heißt denn das nochmal? Oh Gott, muss das so ein langes Wort sein. Meine Güte. Also Eck, dann ein Q. Q habe ich gesagt. Dann ein N und dann Tense. Ah, das wird mir gerade vorgeschlagen. Ah, Bekannter heißt das. Jeder Bekannter von diesem feinen Mann kann nicht ohne Hilfe weggeschickt werden. Du möchtest durch die verlorene Wüste? Dann erinnere dich sehr gut an diese Worte. Lauf nach Westen, bis du zu drei Felsen kommst, die wir die Dreiecksteine nennen. Dann lauf nach Süden und such nach Felsen, die angeordnet sind wie eine, wie ein Schlangendrachen. Dann geh nach Nordwesten. Geh nach Norden, wenn du an den Drachenschädeln vorbeikommst. Der Ausgang ist in der Nähe eines gigantischen Schädels. Geh genauso, wie ich es sage, und du wirst es durch die Wüste schaffen. Jawohl. Wie schaffen wir? Es gibt allerdings eine Stelle, nämlich da, wo man nach Nordwesten gehen soll. Das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt einen ganz guten Trick, den sage ich dann auch gleich, wie man da nicht die Orientierung verliert. Also erstmal nach Westen, bleibt uns hier so etwas übrig. Sieht aus wie ein Luran hier, nur ohne Häuser. Musik ist auch dieselbe. So, hier sind die drei Ecksteine.
Diese Kakteen muss man sich merken. Diese Kakteen helfen. So. Jetzt müssen wir nach Nordwesten. Wie gesagt, merkt euch diese Kakteen. Da. Wenn wir den Kakteen folgen, sind wir nämlich richtig. Wo ist der Kaktus? Verdammt, ah, da ist er. So, nächster. Da ist der nächste Kaktus. Waren da schon die Drachenschädel? Nee. Die sind ziemlich auffällig, die Drachenschädel. Vielleicht habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Nee, da sind sie. Also immer an den Kakteen orientieren. Wenn wir jetzt einfach nach Norden gehen, sollten wir zum großen Schädel kommen. Na, wo bleibt der da? Einfach hinein. Perfekto. So, dann wollen wir mal gucken, gibt es hier noch irgendwas Schönes? Ist jetzt nicht. Hier oben ist ein Schloss, da kommen wir aber noch nicht hin. Das ist für sehr viel später. Ist hier irgendwo Wald oder sowas? Da dann nicht danach raus. Aha, aber hier, da können wir ja in eine Klippe. Schauen wir mal, ob es hier was Nettes gibt. Vielleicht ein paar Truhen. So, es bringt jetzt nichts mit den Pflanzen zu reden. Einfach alles durchsuchen. Da kommt Wasser runter. Ah, hier gibt es einen Magic Rock. Das war's auch schon. Ja, das war's. Dafür habt ihr so ein kleines Gebiet designt. Na, wenn ihr meint. Okay, wir haben jetzt ja auch noch einen Norden, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal in dieses winzige Dörfchen. Es ist Loire. Wir sind in Frankreich. Und wir schauen uns hier gleich mal um. Erstmal zum Händler. So, was gibt's denn? Ja, womit kann er mir helfen? Wir haben genug Heil-Items. Dann kann mir vielleicht der Waffenhändler helfen. Er hat eine Bronze-Pike. Aus haltbarer Bronze. Die Leitwort haben wir an. Oh, die ist aber stark. Sehr effektiv gegen Wölfe. Jawohl, die wollen wir bitte haben. So, dann hat er noch Wingmail für uns. Er wird von den Soldaten von Loire bevorzugt. Okay. Gut, die wollen wir bitte weiter haben. Dann ziehen wir uns mal schnell um. Fällt mir ein, wir haben Yomi jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen. Yomi, wo bleibst du denn? So, Wingmail. Equippen. Und jetzt die Waffentür. Wir wollen bitte erstmal die Silberpike anziehen. Jawohl, sehr schön. So gefällt uns das doch. Gut, dann gehen wir jetzt in dieses Haus. Kleine Hütte. Sieh doch, Schwester! Es ist Whitewind! Nein, ist es nicht. Tut mir leid, dass ich nicht Whitewind bin, wer auch immer das ist. Weißer Wind? Hm, es ist nicht Whitewind. Na toll, sei doch nicht so harsch. Es tut mir leid. Mein Bruder hat einen dummen Fehler gemacht. Whitewind ist ein Dieb, aber er ist keine böse Person. Whitewind gibt den Armen wie uns das Geld, das er von den Reichen gestohlen hat. Ich habe gehört, dass Whitewind im Schloss gefangen gehalten wird. Ich mache mir so Sorgen. Also so eine Art Robin Hood. Okay. Ein Mädchen. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich werde den lahmen Louis ärgern, sobald er herauskommt. Bist du fies? Ist das der lahme Louis? Wenn du so hart hast für mich, verdienst du einen Wink oder zwei. Kannst du mir folgen? Voll besoffen. Seht euch an, hier liegen ja überall Weinflaschen rum und Tücher. Meine Güte. Okay, nächstes Haus. Das wäre dieses hier. Hier sind nur ein paar Fische im Glas. Diesmal kann man sie wirklich als Fische erkennen. Aber niemand zu Hause. Ziemlich großes Dorf jetzt doch. Größer als Lasa, kommt es mir schon vor. Matisse. Oh, der hat eine Katze. Oh, wie süß. Er malt jedenfalls ein Bild. Hi, bist du gekommen, um eins von meinen Gemälden zu kaufen? Oh, nein? Setz dich hin. Ich hole uns was zu trinken. Was ist denn das jetzt mit sich hier? Ich bin Matisse. Wie du sehen kannst, bin ich ein Maler. Und einer, der ziemlich pleite ist. Aber ich male nicht, so dass ich essen kann. Ich male für mich. Und zu malen ist mein Leben. Ich möchte, dass Leute sehen, was ich gesehen habe und was ich gefühlt habe durch meine Kunst. Was denkst du von meinem Gemälde? Es ist schön. Ich weiß nicht viel über Gemälde, aber deins mag ich.
Wirklich? Danke. Das ist klasse. Du hast mir meinen Tag versüßt. So, dein Wein nehme ich gerne an. Yummy. Vielen Dank für den Wein, aber jetzt müssen wir gehen. Du bist die erste Person, die meine Kunst bewundert hat. Danke, dass du mir Mut gemacht hast. Gehst du schon? Okay, du kannst jederzeit vorbeikommen. Das war eine sehr freundliche Person. So, ein Hündchen. Arf, arf, arf. Da ist was los auf dem Dorfplatz später. Jetzt schauen wir uns erstmal hier rein. So, kleines Mädchen. Meine Oma war früher meine Dienerin, der Königin. Sie hat uns über die Königin erzählt. Aber in letzter Zeit sind ihre Storys ganz schön konfus. So, und was ist mit dir? Möchtest du mit Mutter reden? Die könnte hart, könnte schwer zu verstehen sein. So, sagt sie. Es ist eine furchtbare Sache, die er getan hat. Keine Gnade. Moment, was heißt No Pity heißt eigentlich? Kein Bedauern, keine Gnade. So eine Tragödie. Halt, Moment, ich glaube, die Alte sagt noch was. So. So ist es besser. Es ist besser zu vergessen, als weiterzumachen. Alle diese unschuldigen Leute. Keine Gnade, keine Gnade. Tja, es ist wirklich schwer zu verstehen, aber anscheinend scheint diese Frau auch ein bisschen verwirrt zu sein. Was wir ja auch bei unseren heutigen älteren Menschen kennen, die langsam an der Demenz erkranken. Jo. Na, Jo. Eines Tages, da wird es eine Zeit geben, wenn die Massen das Land regieren. Für dieses kommende Jahr, oder für dieses kommende Zeitalter, studiere ich Tag und Nacht. Da ist jemand sehr engagiert. Ja, hat nochmal dasselbe gesagt. Was ist denn das? Ist das dieses eine Ding, das immer Wassertropfen nimmt und dann zurück ins Glas fallen lässt? Ich habe gar keine Ahnung, wie man dieses Teil nennt, wozu das überhaupt gut ist. So, hier haben wir noch eins. Willkommen. Was ist das? Guess it's a treat. Ach so. Bettler! Ich sag mal der Pöbel einfach. Bettler und der Pöbel können in den... können zur Hintertür reingehen. Madame Papillos Boutique ist bloß für die Königlichen. Nur die Massen. Nicht die Massen. Du wirst niemals die Gelegenheit haben, unsere Kreation zu tragen. Ha ha ha. Gut, Madame, dann halt nicht. Kommt ihr euch bekannt vor? Madame ist hysterisch und eklig, aber sie zahlt gut. Ich bleibe bei ihr. Mary, das Mädchen, das diagonal von mir gegenüber stickt, sie ist brillant. Ich glaube nicht, dass die Klamotten, die sie macht, gegen Madame Papillos Klamotten verlieren werden. Madame Papillo designt Klamotten für den König und die Prinzessin. Das ist, was sie behauptet. Aber eigentlich machen ihre Arbeiterinnen die ganze Arbeit für sie. Und das ist Mary. Wir müssen fantastische Klamotten sticken und weben. Aber wir fühlen uns leer. Ich möchte Klamotten nicht nur für eine... Ich sag lieber Kleidung. Ich möchte Klamotten nicht nur für eine kleine Nummer von reichen Leuten machen. Aber ich möchte Kleidung machen, wo jeder sie gerne trägt. Ja, dieses Mädchen spricht etwas aus. Aber sie kann es ihrer Chefin schlecht sagen. Hier ist ja noch ein Haus, wir wohnen hier. Ah, eine Winery. Ich habe jede Menge Wein, aber der König nimmt mir alles weg. Ich möchte Wein machen, den jeder mögen kann, aber ich kann das jetzt nicht tun. Wir kriegen mit, was das Problem hier ist. Ein völlig veraltetes Monarchiesystem. So, zum Hotel möchte ich noch nicht. Machen wir am Ende. Ich bin keins, ich bin ein Ökonome. Und ich, was sagt man nochmal, Forecast, das Vorhersagen. Und ich sage den Wachstum der Stadt voraus. Die Ökonomie dieser Stadt steht still. Wegen der, rigorosen Regeln des Königs. Da ist überhaupt keine Hoffnung, dass diese Stadt wächst, ohne dass sich etwas in der Politik stark ändert.
dieses Stadtwachstum beträgt gerade 0%. Nichts. Na gut, wir helfen dem, indem wir ein Croissant kaufen. Junge, möchtest du ein frisch gebackenes Croissant? Das kostet nur 10 Gems, klar. Wow, das sieht gut aus. Ich nehme eins. Los geht's. Genieße es. Du hast vielleicht Appetit. Du machst mich stolz. So. Ich komme zurück, wenn ich mehr gebacken habe. Komm zurück. Nee, komm wieder. Wo kann ich hier was lesen? Weitwind, der Dieb, wurde gefangen, als er in das Schloss eingebrochen ist. Und hier? Wenn du es schaffst, die Prinzessin zum Sprechen zu bringen, solltest du mit ihr verheiratet werden. Melde dich beim Schloss, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. King Henry der 13. So, was sagt ihr? Das ist jetzt nur zwischen dir und mir. Boah, der König hier ist ein totaler Tyrann. Warum der König diese Ankündigung machen würde, es geht total an mir vorbei. Und du? Ob sie jetzt einen Bräutigam suchen oder nicht, ich wünschte, sie würden weniger Festivitäten abhalten. Wir finden es hart genug, nur den Tag für Tag vorüberzubringen und zu leben. Was heißt Wedge? Filzi ist klar verdorben, verfilzt. Ja, die Leute, die jetzt gut Englisch können, die vielleicht die Vokabeln kennen, aber ich will das hier auch richtig machen für die Leute, die gar kein Englisch können. Aber man kann sagen. Was ein schmutziger, armer Flucker. Du willst doch nicht wirklich die Prinzessin heiraten. Hahaha. Spar dir deine Zeit. Ein armer Schlucker wie du wird bloß, sag mal, humiliated. Wird bloß ausgelacht werden. Gut, wir hatten hier doch noch einen Typ. Ein Mädchen noch, das hatten wir noch nicht. Kaufst du ein paar Blumen? Ich kann nicht nach Hause gehen, bevor ich sie alle verkauft habe. Damit machst du sogar ein Mädchen, das sich spricht, oder ein Pinguin glücklich. Sie kosten bloß 5 Gems. Oh, na gut, ich kaufe eine. Ich habe die schöne Blume bekommen. Danke, aber ich habe noch so viel übrig. Ich kann jetzt noch nicht nach Hause. Ja, ich kaufe noch eine. Ja, das sagt sie immer. Nein. Eine Blume ist mehr als genug. Hm, das ist alles, was du kaufst? Geizkragen. So, hier gab es noch irgendwo einen Typen, der ist hin und her gelaufen und hat irgendwas... Genau. Mit dem reden wir. Wo ist das? Ich habe Angst. Mami, hilf mir! Was ist denn mit ihm? Was ist mit ihm los? Jeder, der in den Northwestwald geht, kommt total verstört zurück. Vielleicht sind die Gerüchte von Geistern dort wahr. Auch mit dem hatte ich gerade geredet. Ich dachte, ich habe mit dem Mädchen geredet. Er kam so aus dem Northwestwald zurück. Northwestwald? Ist der Wald direkt nördlich von hier? Du gehst dort nicht hin, oder? Geh da nicht hin. Ich habe gehört, dort leben schreckliche Geister. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können wir noch die Hotelszene machen. Da passiert nämlich auch noch was. Auf, wie geht's? Hinein. Nun, willkommen zu Bounty's Hotel. Ja, lass mir doch mal eine Chance. Wir brauchen für unseren Gast ein bisschen Wein. Und da kommt auch von seiner Bedienung, da ist unser Wein. Wir haben sogar exotische Tänzer und Musik für dich. Ich habe da überhaupt nicht nachgefragt. Die zünden mich einfach etwas auf. Dieser Service ist einer von den teuersten. Total macht das 1 Million Gem. Bitte zahl jetzt deine Rechnung. How? What? Ich werde nicht zahlen. Du hast sie wohl nicht alle. Ich werde nicht zahlen. Hey Kumpel, du lässt mich hängen. Unser Preis ist ziemlich klar. Wenn du nicht zahlst, kannst du es im Sklavenlager abarbeiten. Schluss damit! Da kommt unsere Rettung, eine Ritterin. Ich habe gerade zugehört, Bounty. Machst du mal wieder deine gierigen Hände schmutzig? Vergiss nicht meine Warnung. Führe ein sauberes Geschäft oder zahle mit deinem Leben. Nicht wahr,
Das ist einer von unseren Spezialservicen. Das ist eine neue Werbung, zuerst den Gast zu erschrecken und dann den Service umsonst anzubieten. Wie interessant. Ich werde diese Werbung den Dorfbewohnern näher bringen. Lady Fyda, bitte, bitte tu das. Danke. Es tut mir leid, nicht jeder hier ist so niedrig. Sinkt zu tief, sage ich. Bitte denkt nicht schlecht von uns. Merkwürdig. Ich habe dieses Gefühl, ich hätte dich schon einmal getroffen. Wenn du vorhast, ein Bräutigam zu werden, bitte komm morgen zur Prinzessin. So, wir machen jetzt erstmal Schluss. So dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gut gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Aber sagt dann bitte doch auch, was ich hätte besser machen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.